Hallöchen, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich befinde mich mal wieder in Köln und es gibt ja eigentlich immer zwei Orte, wo man in Köln sein muss. Entweder Kölnmesse oder vorm Cinedome. Und ich befinde mich mal wieder vorm Cinedome und das bedeutet natürlich Kino Review. Ich wurde von Universal eingeladen, mal Jurassic World 2 Fallen Kingdom mir anzuschauen und euch halt eben Bericht zu erstatten. Euch zu sagen, wie ich ja, den Film gefunden habe und ja, das werde ich auch gleich tun. Mir sind natürlich drei Facts an diesem Film sehr wichtig. Einmal natürlich die Story, die technische Umsetzung, also in puncto Technik als auch schauspielerische Leistung, aber auch unter anderem, ob dieser Film natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ob man unbedingt jetzt die Vorgänger geguckt haben muss oder ob man halt eben auch alleine einfach mal hier reinschauen kann, reinschnuppern kann und dann natürlich halt eben eventuell die Vorgänger als Prequel anschauen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, denn ich bin ein großer Fan, ich habe mir alle Teile angeschaut, ich bin halt so richtig gut in der Materie drin, habe sogar noch vor wenigen Tagen einmal einen kompletten Marathon gemacht von Jurassic Park über Vergessene Welt Teil 3 bis hin zu Jurassic World. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf und ihr seht jetzt den Trailer und ich sehe dann halt eben den Film und dann melde ich mich wieder zurück. Sie ist ruhig gestellt. Okay, okay, komm. Okay. Ist alles in Ordnung? Alles gut. Wie viele können Sie retten? 11 Spezies. Blue war die letzte ihrer Art. Sie werden sie niemals fangen. Wir hatten gehofft, Sie kennen jemanden, der helfen könnte. Eine Rettungsmission? Was kann da schon schiefgehen? Hey, Blue. Freust du dich, mich zu sehen? Komm mit mir. Du weißt, du kannst nicht hierbleiben. Ziehen Sie sofort Ihre Leute ab! Es war alles gelogen! Der Mann, der bewiesen hat, dass Raptoren gehorchen können. Wissen Sie, wie viele Millionen ein trainiertes Raubtier wert ist? Sie verkaufen sie. Lou nicht. Sie brauchen sie für irgendwas anderes. Was ist das für ein Ding? Wir haben es gemacht. Dies ist die gefährlichste Kreatur, die je auf der Erde gelebt hat. Ich würde sagen, wir machen den Laden dicht. Hey, Kumpel. Denkst du, was ich denke? Die Macht der Genetik wurde entfesselt. Wir können sie nicht zurück in die Büchse legen. Blue! Wenn ich nicht zurückkomme, denk immer dran, dass du mich hergebracht hast. Ich komm schon klar. Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Willkommen in Jurassic World. Ja, ich hoffe, euch hat der Trailer gefallen. Wir waren jetzt in der Zeit im Film und mein erstes Feedback ist eigentlich positiv. Wie würdest du es sagen, so im ersten Wort? Ja, war sehr actiongeladen. Genau, actiongeladen ist ein gutes Stichwort, weil ganz am Anfang hat eher noch die Action gefehlt, würde ich mal sagen. Sehr viele Dialoge. Die Geschichte musste er, also beziehungsweise die Story musste erst ein bisschen hereinfinden. Es wurde viel erklärt, was unter anderem wiederum für die Leute eventuell auch wieder interessant ist, die die Vorgänger noch nicht gesehen haben. Also der Film erklärt halt eben sehr gut den Beginn beziehungsweise
Gibt dann auch einerseits einen Vorgeschmack, die Vorgänger auch wiederum als Prequel zu sehen. Aber dann auf einmal von einem Moment auf den anderen kam dann die Action. Ich fand sogar, dass die Action sogar noch nicht mal so eine richtige Überleitung bekommen hat. Also eher so ein kleines Fragezeichen dann da es aufkam. Es ging halt direkt los. Ne? Genau. Es fing dann direkt los. Ja, und dann kam halt eben nach der großen Action kam halt eben noch so ein kleiner Durchhänger. Wo man sagen muss, bei der Action, die als erstes kam, man hätte sich womöglich etwas später gewünscht oder so, aber an sich war sie, wenn man sich den kompletten Film anschaut, gut gewählt. Ja, und dann ging es halt wieder weiter mit der Action, ne? Also von Anfang bis Ende, spannendes Kino, man lernt die Welt kennen und wer sie vorher noch nicht kannte, kennt sie jetzt und lernt sicherlich auch ein paar überraschende Charaktere kennen. Ja, genau. Neue Charaktere, auch Charaktere, die wiederkehren von den alten Teilen. Ich fand es auf jeden Fall von der Story, von der Technik, also vom schauspielerischen Leistung, wie auch halt eben vom technischen. Es gab da und dort mal ein paar Schnittfehler, aber an sich im Großen und Ganzen war das ein guter Blockbuster. Und kann ich an sich an dieser Stelle jedem empfehlen, vor allem jeden, der Jurassic World liebt, beziehungsweise die vorigen Teile auch Gefallen gefunden hat. Und geht ins Kino, schaut euch ihn an und ihr werdet auf jeden Fall die pure Freude haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.